übrigens inspiriert dieses Video von meinem Ich beleidige dich in den Schlaf, denn das ist ja relativ gut angekommen, sag ich mal. Und deshalb dachte ich mir, ich mache nochmal so ein außergewöhnliches Video. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass die Gruselgeschichten erstens nicht zu gruselig sind und zweitens nicht viel zu langweilig, denn vielleicht ist es für manche jetzt auch wie so eine Feengeschichte, weil es so ungruselig ist.
Sie starr anzublicken schien.
die ist nicht so. Das macht unsere Tochter jedes Jahr an ihrem Todestag. Einige Tage später